zum Rauchen viel zu schade. Für Tabakblätter hat der Kubaner Janio Núñez eine ganz andere Verwendung. Er formt filigrane Skulpturen aus dem edlen Gewächs. Als Tabakfiguren verewigt hat der Bildhauer schon unzählige bekannte Raucher. Darunter Hollywood-Star Jack Nicholson und den berühmten britischen Weltkriegspremier Winston Churchill in Lebensgröße. Ich baue meine Skulpturen aus festen Tabakblättern. Ich verwende keine Modelle oder Rahmen. Wenn man die Figur durchschneidet, kann man sehen, dass ein Blatt am anderen liegt. Núñez benutzt nur den besten Tabak. Blätter aus der Region Huerta Abajo im Westen Kubas. Früher war er selbst Zigarrenroller, dann packte ihn die Kunst. Sein erstes Werk war inspiriert vom Indianerkopf, der die berühmte Zigarrenmarke Cohiba ziert. Seitdem entstanden unzählige weitere Figuren. Viele Menschen, die ich aus Tabakblättern forme, haben mit Tabak zu tun oder rauchen selbst. Das wollte ich mit meiner Sammlung berühmte Raucher ausdrücken. Aber auch Sportler, Musiker und ganz normale Menschen in ihrem Alltag gehören zu seinen Werken. All seine Tabakblätter kann Núñez getrost in die Kunst stecken. Das Rauchen hat er selbst vor vielen Jahren aufgegeben.